Gut, ihr Leute, willkommen zurück auf der Gemeinde Rade am Freitag, Masche. Gott sei Dank, sagt manche, ne? Freitag, moin, jawohl, das sieht schon mal gut aus. Freitagmittag ist besser. Freitagmittag besser findet, könnt ihr hier auf Bergmann gucken nachher. So, ja, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier drin sitzen, können wir auch die Mischration zu den Kühen ballen, fahren, bringen. Drescher ist in den letzten Bahnen von der Sonnenblume. Das ist sehr gut. Der Optum ist am Einsehen auf Feld 6. So, der kann dann direkt im Anschluss auch auf das 40er Feld fahren und kann das mal anständig vorbereiten. Beziehungsweise anständig einsehen. Ja, genau. Und dann müssen wir alle Felder das zweite Mal düngen. Düngen! Ding, 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 ding. Sind wir schön, dass wir haben jetzt im Spiel 8.34 Uhr, also morgens. Da hat man noch den ganzen Tag vor sich, das ist doch toll. Das ist doch supi. So, können wir hier gleich abkippen, komm. Bremsen. So. Mach's gut, Mischfutter. Stroh brauche ich auch noch, ja, würde mal sagen, jede Menge. Das heißt, wir können hier ruhig auch mal mit dem Frontrad wieder vier Ballen herfahren. So, und tschüss. Ich hoffe, dass der Sound in Ordnung ist für euch, weil ich habe gerade den Eindruck, dass der Traktor ein bisschen leise ist. Klar, natürlich sitze ich drin, aber ich habe mir auch jetzt meine PC-Lautsprecher ein bisschen runtergedreht, weil mir das persönlich zu laut war. Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen hat auf den tatsächlichen Aufnahme- und ja, Videosound. Wenn es so ist, könnt ihr es ja rausschreiben. Und vielen Dank, ich weiß jetzt nicht genau, wie der YouTube-Name war. Entschuldigung, ich glaube, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich sage jetzt dann lieber gar keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob es tatsächlich richtig ist. Ich habe eine Pronto-Seemaschine geschickt bekommen. Die habe ich aber jetzt leider verpennt, die mit reinzunehmen. Die ist ja auch eigentlich, ehrlich gesagt, für die Hof Bergmann gedacht. Weil die vielleicht sich besser befüllen lässt an den Silos, die wir da stehen haben. So, das kann auch so laufen. Okay, der Traktor ist fertig. Das Optum. Weißt du was? Das hast du okay gemacht. Das lassen wir so gelde. Was ist denn das denn mit? Na gut, da ist jetzt nicht so schlimm. Gut, du bist entlassen, mein Schatz. Vielen Dank. Dann fahren wir den mal heim. Ne, beziehungsweise wir haben noch alles drin. Mit dem fahren wir jetzt zum Feld 40. Das ist so gut wie abgeerntet. Da können wir ja direkt wieder loslegen, gell? Bin mal gespannt, das Haferfeld 1. Das dürfte ja auch ein paar Euro 50 bringen. Also Hafer ist jetzt nicht ganz so günstig im Verkauf. Also nicht ganz so billig. Also es bringt schon ein bisschen was, wollte ich damit sagen. Oh Gott. Ja. Und Stroh haben wir dann auf jeden Fall. Da könnten wir eigentlich mal gucken. Nee, komm. Ich wollte gerade gucken, ob wir dann uns anstatt in der Presse einen Ladewagen ausleihen. Da war doch eben Auto. Warte. Ob wir uns einen Ladewagen ausleihen würden und das direkt dann in den Kuhstall kippen. Aber das dann so schlecht abzuschätzen, wie viel wir dann brauchen. Da hast du einen Ladewagen und dann brauchst du kaum was und keine Ahnung. Ne? Und so weiter, dumm gebabbelt. Da war ein Auto, siehst du? Ich wusste es doch. So. Das muss, da vorne geht's rein, genau. Da vorne müssen wir hin. Da müssen wir reinfahren. Da geht's eine. Ich habe jetzt für das Feld noch keinen 9 Meter Kurs. Weil das waren ja Sonnenblumen, die haben wir mit der Lemken reingehauen, glaube ich. Ne? Mit der Lemken.
So, Momentchen. Das ist Feld 40. Wir haben ja wunderbare Ordner hier. Ja, siehst du, das war mit 6 Metern. Da machen wir uns nochmal einen Kurs. Und zwar würde ich dann hier tatsächlich mit dem Feld rein anfangen, wie sich das gehört. Feld 40. Feld 40. Vorgewende würde ich mal 3 machen. Das hört sich gut an. Erst Feld 3. Moment, ich muss gerade mal meinen Wecker ausmachen. Wir haben nämlich wieder morgens 4:45. Hier war ich. Feld rein. Weich, das können wir so lassen. Generier mal bitte. Alles doch schick, da können wir hier anfangen, das passt. Und er fährt auch dieses Mal gerade. Warum der Drescher jetzt die Schräge hier gefahren ist, keine Ahnung. Aber das passt soweit, finde ich ganz gut. Feld 40, Seen 9 Meter. Mann, bist du auf 8,50. Speichern es aber als 9 Meter. So. Zack. Muss entladen werden. Der ist. Ist er voll? Ja, der ist voll tatsächlich. Sag mal, der wäre fertig. Kritze. Machen wir den mal aus. Ah, das ist mir direkt richtig. Hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt nochmal voll wird. Der ist ja jetzt öfter voll geworden als. Als ich halt gedacht habe, gell? Ah, der Anhänger wird, nicht ganz voll, aber viel fehlt nicht. Das ist doch schon mal cool, ey. Da kriegen wir wieder ein paar Euro 50, weil so eine Plumme ja nicht ganz so. Also, die bringt schon was, ne? Hab Husten im Gesicht. Na komm, der kann ja auch alleine. Der kann ja auch alleine. Ja, das dauert noch ein bisschen. Da ist er. Problem ist jetzt halt hier, dass wir etwas eine andere Spur fahren als der Drescher und uns deswegen wahrscheinlich direkt mal in die Füße rumfahren. Dann warten wir noch einen Moment. Ich würde auch gerne, das mache ich auch vielleicht, dann habe ich mir jetzt einen Fendt in unseren Gruppe. Haben wir einen Gruppe? Ja, wir haben einen Gruppe. Aber der lange DPS-Zahl nicht, gell? Der Gruppe braucht, glaube ich, 270 Keule. Weil ich würde gerne da vorne, das ist doch an dem Strommast, ist doch, hat er doch Sonnenblume stehen gelassen, weil er halt, rund ums Eck gefahren ist. Oder 180 PS, das klappt. Das machen wir jetzt auch. Dann würde ich gerne mit dem Fendi, mit dem hier, holen wir uns jetzt den Gruppe und dann machen wir erstmal das Feld 40 außenrum sauber und frei von falschen Früchten. Von falschen 50, ey. Und das nächste Nebeneffekt ist auch, dass der Gruppe, damit er halbwegs vernünftig da drin steht, er ist ja ein bisschen verschoben worden. Ich weiß nicht von wem, das muss irgendein Helfer gemacht haben. So. So, komm zu mir. Du schiefer Typ, du. So. Ne, schräger Typ, ne? Und dann können wir ihn auch auf dem Rückweg sauber machen und können den wieder richtig hinstellen. So wird es werden, so wird es sein. So. Was denn da? Das ist nicht ganz geschickt angebracht, das Ding, ne? Der Terminal. Ganz supi. Naja, was ist denn da? Brösel lässt auf der Schalmei, du. Jetzt kommt gleich alles auf einmal. Wird sich der Drescher melden von welcher? Hallo, Chef, was ist denn los? Bin fertig.
So, da fahre ich jetzt gerade außen eine Bahn im Grube. Zack. Hier geht es ja noch. Ja, habe ich ja das erste Vorgewinn, da habe ich ja mit dem Trecher selbst gemacht. Zumindest mal an mancher Stelle. Ich habe komplett selbst gemacht. Nur hat er trotzdem da vorne vor dem, also jetzt in dem Fall hinter dem Strommasten, hat er dann eine andere Bahn gewählt und hat dann deswegen was stehen gelassen. Das möchte ich nicht haben. Deswegen einmal außenrum, dass es fein aussieht. Guck, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Oder ich warte schlicht und ergreifend ab. Na gut, hätte ich mir das jetzt. Ne, Quatsch. Die Ecke da hinten zum Beispiel, die hätte ich auch gern weg, dass das anständig aussieht. Das hat hier jetzt nichts mehr verloren. Wenn hier auf dem Acker was anderes draufkommt, dann darf auch sonst nichts hier stehen. Sicher, und hab's gedacht, hab's gewusst. Der Drescher ist im Moment fertig geworden. Lalalalalala. Ja, guten Tag, Herr Kollege. Warst du hier auf der Bus oder was? Ah, verstehe. Habe ich meinen kompletten Fuhrpark auf einem Acker stehen. Auch nicht so oft. Das macht aber nichts. Ich brauch's ja, ne? Ich brauch die ja, die Dinger da. Und zack. Bildchen geschossen. Achi. Ja, so spontane Bilder, da vergesse ich dann halt ab und zu mal das, die Anzeigen hier zu deaktivieren auf dem Bildschirm. Beziehungsweise vergessen tue ich es nicht. Ich denke dann halt, ich brauche das jetzt zu deaktivieren, wenn ich jetzt ein Thumbnail machen will. Muss dann anhalten und machen und tun, das ist ja jetzt nicht so schlimm. So. Ja, da haben wir es doch schon. Einmal um die ganze Welt. Oh ja, siehst du mal. Deswegen ist da der Timer so gestellt, dass man, wenn wir fertig sind, auch den Timer hört.
So, den klappen wir jetzt wieder zusammen. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Kurs von hier zum Hof, Autodrive-mäßig? Ich glaube eher nicht. Dann fahre ich hier noch bis nach vorne hin. Und dann kann man den auf der Kante auf der Hof fahren und. Dann machen wir ihn morgen früh, also, ne? Samstag, morgen früh kommen ja dann, oder morgen kommen ja die drei Folgen Hof, Quetsch, Hof, Bergmann, ne? Die kommen am Sonntag. Gemeinderade kommen morgen drei Stück und die werden wir dann morgen nutzen, um die Fahrzeuge zu säubern, auch den hier. Ich werde auch das Maisgebiss wieder abgeben jetzt, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Wieso soll ich so lange warten? Ich habe jetzt erstmal alles eingesehen, wo ich das nicht brauche. Gut, den Marsch ist noch leer, Maisgebiss kommt weg, also nicht wundern und dann. Jo, sehen wir uns morgen früh auf der Rade, wenn ihr Bock habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Freitag. Und ja, bleibt schön und gesund, ne? Also macht's gut, bis dann. Tschüssi.